Na, guten Morgen. Ich war heute Nacht wieder mal zu Hause. Es hat sich so ergeben, gerade mit der Schichtzeit. LKW habe ich hier in Teutitz hingestellt, wo wir immer die Lang-LKWs haben, wo wir auch schon mit dem Lang-LKW losgefahren sind. Dann bin ich heimgescootert mit meinem tollen Scooter. Geht wunderbar. Dann bin ich jetzt wieder hergekommen und jetzt geht's wieder los. Jetzt fahren wir nach Frankenberg. Abladen, dann geht's nach Zwickau laden, Neuburg und dann wieder rüber nach Dingolfing. Mal gucken, wie die Runde klappt. So, dann wollen wir mal runter von der Bahn. Sind wir ja fast pünktlich. 17:50 sind wir da. Ich hoffe ja mal, dass der lange LKW dann schon weg ist. Ja, wenn nicht, warte ich halt ein paar Minuten. Das macht ja auch nichts. Dann warte ich halt die paar Minuten, wenn er noch nicht weg ist. Ist ja alles kein Problem. Hier ist nämlich 30 wegen der Schule. Ist auch richtig so. Aber es sind ja Ferien, aber da werden sie deswegen nicht das Schild zuhängen. Und hier links ist die Lichtenauer Mineralwasserfabrik. Hier das schöne bunt gemalte Haus. Ach, ich könnte ja jetzt sagen, Lichtenauer, das schmeckt. Aber ich habe ja keinen Werbevertrag mit Lichtenauer Mineralwasser, deswegen sage ich es auch nicht. Das in der Glasflasche. Also bis dann. So, haben wir das hier auch geschafft. Morgen noch mal dasselbe Spiel. Stand zwar der Lang-LKW noch da, aber ich konnte mich gleich rechts daneben stellen, aufmachen, wo der dann fertig war mit zumachen und weggefahren ist, haben sie mich gleich dort abgeladen. Also hier klappt das immer wunderbar, egal in welcher Schicht man da ist, das ist immer bestens. Ich habe hier noch nie erlebt, dass es hier irgendwelche Probleme gab. Immer super.
kann man nur loben, die Jungs, egal aus welcher Schicht. Kleiner, du bist im Ort. Da ist 50, wollte ich dir bloß sagen. So. Jetzt geht's nach Zwickau. Laden von Neuburg. Dann laden wir in Neuburg ab und dann abi die Post wieder nach Dingolf hin. Wieder laden für hier und morgen wird dann wieder hier abgeladen. Weil in Bayern ist am Donnerstag Feiertag. Und da muss das ganze Zeug noch hochgeschafft werden. Und deswegen wird das hier mit Sonderfahrten gemacht. So, dann lasst uns mal Zwickau unsicher machen. Herzlich willkommen. Na, das ist doch was. So, na wollen wir mal. Wieder was aufs Auto laden. Das ging ja jetzt recht schnell hier. Von Frankenberg hierher. Eine Stunde ungefähr braucht man. So um und bei. Links abbiegen verboten. Nur rechts und geradeaus. So. Jetzt sind wir hier fertig. Ah, das war wieder eine Aktion. Haben wir jetzt noch zusätzlich was anderes drauf gekriegt. Also den üblichen Gestellen noch so große blaue Kisten. Dafür haben wir weniger Gestelle gekriegt. Aber ganz schön ins Schwitzen gekommen jetzt hier. Und dann muss man ja, die Papiere kriegen wir jetzt nochmal vorne, die müssen wir jetzt hinten holen im Versandbüro. Da müssen wir durchs halbe Werk durchlaufen. Gut, man könnte auch hinterfahren, aber ich laufe da lieber. Ich lasse das Auto mal gleich vorne stehen und laufe hinter.
So, und jetzt fahren wir aber trotzdem gleich, wir kommen dann in der Mittagszeit auf der A9, jetzt fahren wir trotzdem gleich hier über der A93 und der B16 runter. Was ist denn hier los? Ach du Scheiße! Alter! Mit sowas habe ich natürlich jetzt hier nicht gerechnet. Fahren wir natürlich jetzt hier auch noch einen Umweg. So, ging ja jetzt hier rucki zucki. Kuddel war hinter mir, der hat mir gleich noch mitgeholfen beim Zumachen. Dort vorne fährt er, deswegen habe ich ihn jetzt auch noch vorgelassen, weil der muss nämlich noch ausladen fahren und ich fahre ja bloß noch laden und dann ist Feierabend. Er muss ja noch das Leergut ausladen, was er jetzt geladen hat. Und deswegen lasse ich ihn jetzt vor. Weil der sowieso ein wenig schneller fährt als ich. Und wir fahren ja in zwei verschiedene Richtungen. Aber ich denke mal, nachher vorne an der Ampel steht er eh wieder vor mir. Da treffen wir uns wieder. So Leute, jetzt ist hier Schluss. Feierabend, aus die Maus. Bin gerade noch so mit meiner Schichtzeit rumgekommen zum Beladen und hier zum Rausfahren. Jetzt habe ich mir noch schnell die Papiere geholt und jetzt ist Zappo. Schicht im Schacht. Oder wie man so schön sagt. Jetzt werde ich in mein Bett gehen. Nee, erstmal noch was essen. Lecker Hasenbraten. Da freue ich mich schon drauf. Und dann gehe ich in mein Bett und morgen früh um 4:30 geht's wieder los. Also stramm gestanden 4:30. In diesem Sinne, staunknitterfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Tschüss, bis morgen früh. Gutes Nächtle.